Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar, das Datenschutzmodul in VeriNice. Ich möchte Ihnen gerne in der nächsten halben Stunde präsentieren, wie Sie Ihre datenschutzrechtlichen Anforderungen mit VeriNice erfüllen können. Wir sind mittlerweile mit 2 Produkten zum Datenschutz auf dem Markt. Die Produkte unterscheiden sich in ihrer Kopplung zum jeweils verwendeten Informationssicherheitsstandard. Das bedeutet, wenn Sie ein ISMS nach dem modernisierten Grundschutz implementieren möchten, müssen Sie Ihre datenschutzrechtlichen Anforderungen mit dem Datenschutzmodul für den modernisierten Grundschutz abbilden. Sollten Sie in Ihrer Organisation ein ISMS nach der ISO 27000er-Reihe aufbauen und dokumentieren wollen, müssen Sie mit dem Datenschutzmodul für die ISO arbeiten. Beide Produkte sind in unserem Online-Shop erhältlich. An dieser Stelle kurz der Hinweis auf unseren YouTube-Channel, denn hier gibt es ein Video mit einer guten Anleitung zum Kauf und Import von VeriNice-Produkten im Online-Shop. Als erstes möchte ich Ihnen das Datenschutzmodul ISM, also das Produkt in der Kombination mit der ISO-Vorgehensweise, vorstellen. Hierfür müssen Sie sich in die sogenannte ISM-Perspektive bewegen. Mit einem Klick gelangen Sie in die sogenannte ISM-Perspektive. Wie Sie erkennen können, haben wir bereits das Datenschutzmodul in VeriNice importiert. Diesen Spickzettel, den schließen wir an der Stelle. Bei diesem Objekt, Datenschutzmodul, handelt es sich um einen Beispielsverbund, der Ihnen eine vorgefertigte Struktur und Content bietet, damit Sie Ihren datenschutzrechtlichen Anforderungen nachkommen können und das Ganze darüber hinaus auch dokumentieren können. Wenn Sie das Objekt aufklappen, erscheint eine Baumstruktur mit diversen Zielobjekten. Wir haben im Datenschutzmodul das Zielobjekt Anforderungen dafür verwendet, die datenschutzrelevanten Gesetze abzubilden. Dies sind selbstverständlich die Datenschutzgrundverordnung, das BTSG neu sowie die Erwägungsgründe. Wir haben hierbei sämtliche Artikel der Datenschutzgrundverordnung mit den für Sie relevanten Erwägungsgründen sowie, falls erforderlich, mit den Normen des BTSG neu verknüpft. In diesem Verknüpfungsview können Sie nun auf einen Blick erkennen, wie die einzelnen Objekte miteinander zusammenhängen. Im rechten Bereich, im Editor-Bereich, wird dann der Text des jeweils ausgewählten Objektes im Objektbrowser angezeigt. Selbstverständlich können die Anforderungen manuell erweitert werden. Kommen wir nun zur Verarbeitungstätigkeit. Innerhalb dieses Objektes haben Sie nun die Möglichkeit, Ihre Verarbeitungstätigkeiten zu dokumentieren. Mit der rechten Maustaste legen Sie entweder eine neue Verarbeitungstätigkeit oder eine Verarbeitungstätigkeitsgruppe an. Eine Verarbeitungstätigkeitsgruppe könnte zum Beispiel HR lauten. Wir speichern das ab und innerhalb dieser Gruppe könnten Sie jetzt Ihre einzelnen Verarbeitungstätigkeiten auflisten. Verarbeitungstätigkeit 1 und Verarbeitungstätigkeit 2. Abspeichern bitte nicht vergessen. Wenn Sie sich dagegen entscheiden, haben Sie die Möglichkeit, einzelne Verarbeitungstätigkeiten aufzulisten. Das Prozedere noch einmal: Verarbeitungstätigkeit 1, rechte Maustaste, Verarbeitungstätigkeit 2. Wie Sie das Ganze strukturieren, ist Geschmackssache. Wie Sie erkennen können, haben wir bereits 2 Blanko-Verarbeitungstätigkeiten für Sie angelegt und mit unterschiedlichen Maßnahmenkatalogen verknüpft. Aber dazu später mehr. Wir konzentrieren uns vorerst auf die datenschutzrechtlichen Inhalte einer Verarbeitungstätigkeit.
Hierfür wählen Sie bitte eines der neu angelegten Objekte aus und mit einem Doppelklick gelangen Sie dann in den sogenannten Editor-Bereich. Das ist dieser rechte Bereich. In dieser Eingabemaske haben Sie nun die Möglichkeit, sämtliche datenschutzrelevanten Informationen zu Ihrer Verarbeitungstätigkeit anzugeben. Sie beginnen mit ganz allgemeinen Informationen wie der Beschreibung Ihrer Verarbeitungstätigkeit. Sie können Abkürzungen verwenden, Tags setzen, Sie legen fest, ob personenbezogene Daten verarbeitet werden oder nicht. Sie können die Prozessart bestimmen. Handelt es sich um ein Kerngeschäft oder doch eher um einen unterstützenden Prozess? Wenn Sie möchten, können Sie auf intern abgelegte Dokumente verlinken und Sie können die Benutzerkategorien dokumentieren. Hierbei ist eine Mehrfachauswahl möglich. Im nächsten Abschnitt können die Business Impact Werte festgelegt werden. Sie bestimmen die Werte für die Vertraulichkeit, Integrität und die Verfügbarkeit. Die Definitionen zu diesen Werten sind im Scope hinterlegt und selbstverständlich frei modifizierbar. Diese Werte werden nach dem Maximumprinzip auf die verknüpften Assets abgeleitet. Weitere wichtige Verarbeitungsangaben sind neben dem Fachbereich auch Art der Verarbeitung. Sie können dokumentieren, ob es sich um eine Ersterhebung handelt, eine Neuverarbeitung oder möchten Sie die Änderung einer schon bestehenden Verarbeitung dokumentieren? So haben Sie die Auswahl über Art der Verarbeitung. Darüber hinaus können Ort der Verarbeitung sowie das Betriebsstadium dokumentiert werden. Sollten Sie die Verarbeitung als Auftragsverarbeiter nach Artikel 30.2 Datenschutzgrundverordnung dokumentieren müssen, so können Sie dies tun. Wenn Sie als verantwortliche Stelle die Verarbeitungstätigkeit im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten dokumentieren müssen, entfernen Sie bitte das Häkchen. Sollten Sie einen gemeinsamen Verantwortlichen gemäß Artikel 26 Datenschutzgrundverordnung für Ihre Verarbeitungstätigkeit einsetzen, so können Sie die Daten zu diesem Verantwortlichen im Folgenden aufführen. Wenn Sie keinen einsetzen, sind die Felder entsprechend nicht editierbar. Für die Zweckbestimmung ist der Zweck der Datenverarbeitung festzulegen. Das kann in diesem Textfeld erfolgen. Nun müssen Sie bestimmen, auf welcher Rechtsgrundlage die Datenverarbeitung erfolgt. Hierfür haben wir eine Auswahlmöglichkeit für Sie vorbereitet. Sie legen fest, ob Rechtsvorschriften aus der Datenschutzgrundverordnung in Betracht kommen oder ergänzende nationale Regelungen, eine Einwilligung des Betroffenen, Rechtsvorschriften vorrangiger Art oder sonstige Rechtsgrundlagen, wie zum Beispiel eine Betriebsvereinbarung. Im nächsten Schritt müssen Sie die konkrete Rechtsgrundlage benennen und begründen. Für längere Rechtsgutachten, zum Beispiel in strittigen Fällen, kann auf zentral abgelegte Dokumente verlinkt werden. Kommen wir nun zu den Daten bzw. Datenkategorien. Für die Dokumentation einer Verarbeitungstätigkeit ist es erforderlich, die Art der verarbeiteten Daten zu bestimmen. Auch hierfür haben wir eine Checkbox für Sie vorbereitet, aus der Sie das ganz konkrete Datum auswählen und dokumentieren können. Bei den Beispielen handelt es sich nicht um eine abschließende Auflistung. Daher kann es sein, dass Sie das eine oder andere personenbezogene Datum vermissen.
Als Open-Source-Tool haben Sie als Nutzer aber immer die Möglichkeit, unternehmensspezifische Erweiterungen oder Änderungen selbst vorzunehmen. Sie können die Herkunft der Daten angeben. Ist es eine Direkterhebung gewesen, eine Übermittlung oder in sonstiger Weise? Die zugriffsberechtigten Personen bzw. Personengruppen können Sie dokumentieren. Und im nächsten größeren Abschnitt kann der interne Datenfluss dokumentiert werden. Der externe, also zu Dritten, kann in Very Nice dokumentiert werden, sowie die Daten und die Empfänger zu einem Dienstleister. Hier können Sie nun Ihren Auftragsverarbeiter oder Ihre Auftragsverarbeiter benennen und auf den möglicherweise zentral abgelegten Auftragsverarbeitungsvertrag über den Linkmaker verlinken. Dies stellt die erste Alternative dar, wie Sie als Organisation Ihre Auftragsverarbeiter direkt in der Verarbeitungstätigkeit dokumentieren können. Seit der Version 1.16 gibt es eine weitere Möglichkeit, die Auftragsverarbeitung zu behandeln. Wenn Sie zum Beispiel nachweisen möchten, dass Sie Ihre Auftragsverarbeiter sorgfältig ausgewählt haben und den weiteren rechtlichen Pflichten im Zusammenhang mit der Auftragsverarbeitung auch tatsächlich nachgekommen sind, können Sie den dafür eigens verfassten Control-Katalog und die im Zielobjekt Audit hinterlegte Struktur verwenden. Die Controls zur Auftragsverarbeitung finden Sie im Zielobjekt Controls als Controlgruppe AV-Controls. Die Audits befinden sich im Zielobjekt Audits unter ADV-Audits. Eine ausführliche Vorgehensweise finden Sie in unserem Video zur Auftragsverarbeitung. Wir waren stehen geblieben beim Datentransfer. Zum Datentransfer intern, extern und Auftragsverarbeitung gehört auch der Drittlandstransfer. Wenn Sie mit einem Dienstleister zusammenarbeiten aus einem sogenannten Drittland, müssen Sie eine Reihe von gesetzlichen Anforderungen erfüllen und das Ganze auch dokumentieren. Dafür haben wir diesen Abschnitt des Drittlandstransfers vorgesehen. Falls Sie keinen Dienstleister einsetzen aus einem Drittland, dann kennzeichnen Sie das bitte entsprechend mit einem Nein. So haben Sie den Nachweis darüber, dass Sie sich mit der Fragestellung beschäftigt haben. Für die Dokumentation sensitiver Daten haben wir historisch bedingt einen eigenen Abschnitt vorgesehen. Sollten Sie also besonders sensitive Daten verarbeiten, dann wählen Sie das entsprechende Datum aus unserer Checkbox aus und untermauern das Ganze mit einer entsprechenden Rechtsgrundlage. Im nächsten Schritt können Sie nun eine Auswahl der Betroffenen vornehmen und zudem nachweisen, ob Sie Ihren Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 nachgekommen sind und falls ja, wie Sie Ihren Dokumentationspflichten, Informationspflichten nachgekommen sind. Auch hier haben wir erneut Ihnen die Möglichkeit gegeben, auf korrespondierende Dokumente zu verlinken. Personenbezogene Daten können nicht unbegrenzt gespeichert werden. Daher sind Sie als verantwortliche Stelle verpflichtet, Löschfristen festzusetzen. Wir haben hier eine Checkbox für Sie vorbereitet mit einer kleinen Auswahl an Löschfristen. Diese ist selbstverständlich erweiterbar
oder veränderbar. Als nächstes sollten Sie das Löschverfahren beschreiben. Hierfür haben wir ein Freitextfeld für Sie vorgesehen mit Erläuterungen. Sie können aber auch auf intern abgelegte Löschkonzepte verlinken. Kommen wir nun zur Datenschutzfolgenabschätzung. Direkt in der Verarbeitungstätigkeit selbst haben Sie nun die Möglichkeit zu dokumentieren, ob eine Datenschutzfolgenabschätzung erforderlich ist oder nicht. Eine Datenschutzfolgenabschätzung ist immer dann erforderlich, wenn für die Betroffenen mit der Datenverarbeitung ein voraussichtlich hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten des Einzelnen besteht. Wir haben in diesem Abschnitt einen Fragenkatalog entwickelt, der Ihnen helfen soll zu bestimmen, ob anhand objektiver Kriterien voraussichtlich ein hohes Risiko besteht, das eine Datenschutzfolgenabschätzung erforderlich macht. Dieser Fragenkatalog setzt sich zusammen aus den gesetzlichen Anforderungen des Artikel 35 Datenschutzgrundverordnung, den Erwägungsgründen 75 und 83 sowie den Kriterien der Artikel 29 Gruppe aus dem Working Paper 248. Sie starten mit der Frage, ob die Datenverarbeitung auf einer sogenannten Negativliste geführt wird, gemäß Artikel 35 Absatz 5. Das bedeutet, wenn Ihre zuständige Aufsichtsbehörde eine sogenannte Whitelist erstellt hat und diese konkrete Verarbeitungstätigkeit dort gelistet sein sollte, ist explizit keine Datenschutzfolgenabschätzung erforderlich. Sie setzen in diesem Falle manuell dann das Nein. Dieses Nein wird darüber hinaus auch im Report zum Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten dokumentiert, wie auch ein Ja. Sollte die Datenverarbeitung jedoch auf keiner Negativliste geführt sein, können Sie über die Setzung des Neins die weiteren Felder, wie Sie erkennen können, editieren und so gelangen Sie zur nächsten Frage im Formular. Auf diese Weise werden Sie Schritt für Schritt unterstützt bei der Überprüfung, ob eine Datenschutzfolgenabschätzung erforderlich ist. Im Rahmen dieser Prüffolge kommen Sie selbstverständlich zu der wohl bekanntesten Fragestellung unter Datenschutzkreisen, entspricht die Verarbeitung folgenden Kriterien. Die relevanten Kriterien haben wir in dieser Checkbox für Sie zusammengestellt. Sie legen fest in dieser Checkbox, ob die Kriterien einschlägig sind und dokumentieren dann im nächsten Schritt, ob zwei oder mehr der oben genannten Kriterien zutreffen. Und bei einem Ja müssten Sie dann manuell hier festlegen, dass eine Datenschutzfolgenabschätzung erforderlich ist und bei einem Nein das entsprechende Nein setzen. Sie dokumentieren sowohl das Ja als auch das Nein im Report zum Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Falls Sie zu dem Ergebnis kommen sollten, dass eine Datenschutzfolgenabschätzung erforderlich ist, wird der Prozess der eigentlichen Risikoanalyse und Risikobewertung angestoßen. Ab hier greift die Risikoanalyse, wie Sie sie aus Verinize bereits kennen. Für die Durchführung der Risikoanalyse hier im Datenschutzmodul haben wir für unsere Kunden datenschutzspezifische Szenarien hier im Zielobjekt-Szenarien
angelegt. Wir haben Datenschutzrisiken formuliert, mit denen Sie eine Datenschutzrisikoanalyse und Bewertung durchführen können. Gleichermaßen können Sie auch eigene Risiken anlegen und abspeichern nicht vergessen. Nun können Sie das Datenschutzrisiko kurz beschreiben und anhand der Eintrittswahrscheinlichkeit und des Schadensausmaßes bewerten. Im nächsten Abschnitt, Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, haben Sie die Möglichkeit, den Ist-Zustand Ihrer Verarbeitungstätigkeit zu dokumentieren, Feststellungen zu tätigen und die Datenschutzrisiken kurz anzureißen, sowie im nächsten Abschnitt ein Votum abzugeben. Damit sind wir auch schon zum nächsten größeren zweiten Komplex im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten angelangt, den technischen und organisatorischen Maßnahmen. Wie bereits eingangs erwähnt, stehen unseren Kunden zwei Maßnahmenkataloge zur Verfügung. Diese haben wir verknüpft mit einer Verarbeitungstätigkeit, einmal eben die Maßnahmen nach IT-Grundschutz alt und die Maßnahmen nach der ISO 27002. Beiden gemeinsam ist, dass wir sämtliche Controls bzw. Maßnahmen den Datenschutzzielen nach Artikel 32 zugeordnet haben. Das haben wir, wie gesagt, mit sämtlichen Controls aus der ISO 27002 gemacht, gleichermaßen auch mit den datenschutzrelevanten Maßnahmen, ne, aus dem IT-Grundschutz alt. Selbstverständlich können Sie auch mit Ihrem eigenen Maßnahmenkatalog arbeiten. Wenn der Excel-basiert vorliegen sollte, haben Sie die Möglichkeit, diesen über einen CSV-Import in das Zielobjekt Controls zu importieren und dann anschließend damit weiterzuarbeiten. Für unsere Kunden, die mit den Bausteinen und den Umsetzungshinweisen des Grundschutzkompendiums arbeiten wollen oder müssen, haben wir eine eigene Datenschutzlösung für den modernisierten Grundschutz konzipiert.